Walder Marktplatz zum Feiern des 30-jährigen Bestehens der deutschen Einheit. Heute jährt sich zum 30. Mal der Jahrestag der Wiedervereinigung Deutschlands. Ein Ereignis, welches unser aller Leben beeinflusst hat. Im Sitzungsprotokoll der Volkskammer vom 23. August 1990 steht folgender Satz: Die Volkskammer erklärt den Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland gemäß Artikel 23 des Grundgesetzes mit der Wirkung zum 3. Oktober 1990. Ein Satz, der an Nüchternheit nicht zu übertreffen ist. Wir alle wissen, welche beeindruckende und mutige Vorgeschichte dieser jener Satz hatte. Wie viel Mut, Furchtlosigkeit und Entschlossenheit dazu gehörten, Freiheit, Demokratie und die Einheit Deutschlands zu fordern. Wir alle erinnern uns, wie sich in der Zeit vom Sommer 1989 bis eben zu jener Volkskammersitzung die Ereignisse überschlugen. Welche Spannung herrschte, wie froh und wie erleichtert wir alle waren, dass eine friedliche Revolution gelungen war. Am 3. Oktober feiern wir den 30. Jahrestag. Ein Ereignis der jungen Geschichte Deutschlands, das sehr viele von uns selbst erlebt haben. Erinnerungen sind lebendig und das soll und das muss auch so bleiben. Es ist unsere Aufgabe, die Erinnerungen weiterzugeben, darüber zu sprechen, aber auch dankbar zu sein. 30. Jahrestag der Wiedervereinigung Deutschlands, ein Anlass, um sich an Erreichtem zu freuen. Ein Anlass, um gemeinsam zu singen. Und genau das wollen wir heute tun. Ich bin Ihnen, dem Dipser Silchow-Chor, sehr dankbar, dass Sie auf mich mit Ihrer Idee zugekommen sind. Deutschland singt und Dippoldeswalde macht mit. Die Aktion ist initiiert durch den Bundesverband der Chor- und Orchester e.V. Zeitgleich sollen heute an möglichst vielen Orten in Deutschland Lieder gesungen werden, die bekannt sind und die alle Generationen kennen.
Ich freue mich, dass Sie zur feierlichen Untermalung so viele Kerzen mitgebracht haben. Es ist von hier ein toller Anblick. Ich freue mich auch auf ein gemeinsames Erinnern und auf Gespräche, die beginnen mit "Weißt du noch damals?". Glück auf und lassen Sie uns singen. Liebe Dipperneswalder Bürgerinnen und Bürger, ich sage ganz kurz, liebe Dipser, liebe Gäste aus nah und fern, der Friedrich-Silcher-Chor heißt Sie ganz herzlich willkommen. 30 Jahre Deutsche Einheit ist ein gegebener Anlass, um mit Ihnen gemeinsam zu singen unter der Leitung von Sabine Ranft. Ja, der nun folgende vierstimmige Kanon, lasst uns miteinander singen, spielen, loben den Herrn, zielt auf das gemeinsame Singen hin. Denn anschließend sind Sie gefragt. Gemeinsam singen wir als erstes unsere heutige Europahymne. Schillers Text, Freude schöner Götterfunken und Beethovens Vertonung in der 9. Sinfonie kennt wohl jeder. Und damit ehren wir auch den großen Komponisten zu seinem 250. Geburtstag. Das zweite Lied, was wir gemeinsam singen, bringt den Freiheitswillen zum Ausdruck, wenn es heißt, die Gedanken sind frei. Nun als drittes Lied darf unsere Erzgebirgshymne nicht fehlen. Glück auf, der Steiger kommt. Nun wünschen wir uns allen viel Freude und Spaß am gemeinsamen Gesang. Lass uns miteinander singen, spielen, loben den Herrn. Lass uns das gemeinsam tun. Singen, spielen, loben den Herrn. 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 Lasst uns miteinander singen, spielen, loben den Herrn. Lasst uns nicht ein gemeinsam tun. Singen, spielen, loben den Herrn. Lasst uns spielen, loben den Herrn. Singen, 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 spielen, loben den Herrn. Lasst uns es spielen, loben den Herrn. Singen, spielen, loben den Herrn. Was die Mode streng geteilt.
eines Freundes Freund zu sein. Wir ein holdes Weib errungen, mische seinen Jubel ein. Ja, wer auch nur eine Seele seinen auf dem Erden rund. Und wer siegen konnt, der stehle, weinen sich aus diesem Bund. Freue heißt die starke Fehde in der ewigen Natur. Freue, Freude treibt die Rede in der großen Weltenuhr. Blumen lockt sie aus den Keimen, Sonnen aus dem Firmament. Sphären rollt sie in den Räumen, die es Sehers vor nicht kennt. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie ziehen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. Es bleibt dabei, die Gedanken sind frei. Ich denke, was ich will, und was mich beglücket, doch alles in der Still und wie es sich schicket. Mein Wunsch und Begehren kann niemand verwehren, es bleibet dabei, die Gedanken sind frei. Und sperrt man mich ein in finsteren Kerker, das alles sind rein vergebliche Werke, denn meine Gedanken zerreißen die Schranken und Mauern entzwei. Die Gedanken sind frei.
Liebe Dipser, ich muss Ihnen erstmal ein Lob aussprechen. Was bei uns hier ankommt, vortrefflich klingt das. Ich sage dann zum Schluss noch ein paar Worte dazu. Aber nun lassen Sie uns fortfahren. Laudate omnes gentes. Diese lateinischen Worte eröffnen einen geistlichen Gesang. Und diesen Eröffnungsgesang bringt Ihnen der Chor jetzt zu Gehör. Danach besingen wir noch die wunderbare Welt. Und dann, liebe Dipser, bitte nehmen Sie wieder Ihren Textzettel zur Hand. Drei weitere Lieder singen wir gemeinsam. Heute ist und war auch ein wunderschöner Tag. Danach heißt es, kein schöner Land in dieser Zeit. Und schließlich wollen wir gemeinsam das herrliche Herbstlied singen. Bunt sind schon die Wälder. Wir alle wünschen uns wieder viel Freude. Regenbogen sind die Wolken erst verflogen.
Heute ist ein wunderschöner Tag, die Sonne lacht uns so hell und wie ein lichter Glockenschlag grüßt uns die lockende Ferne und wie ein lichter Glockenschlag grüßt uns die lockende Ferne. Sieh nicht die Wolken so schön, leuchten am Himmel entlang und über Wald und weite Höhen jubelt ihr Lärchen Gesang und über Wald und weite Höhen jubelt ihr Lärchen Gesang und sind die Herzen so frei wie die Lärchen hoch da droben. Traube aus dem Leben laufen,
liebe Gäste, vom Frieden in der Welt kann nicht genug gesungen werden. Tibye Hayom, mit diesen russischen Worten beginnt das Friedenslied. Der deutsche Text lautet: O Herr, gib Frieden. Einen ganz anderen Charakter hat der afrikanische Song E Paradisi. Der Chor erfreut sie weiterhin mit einem kleinen Abendlied, wenn es heißt, in der Abendstund singt man gern noch ein kleines Abendlied. Ja, jetzt müsste ich einfach sich nach oben schauen. Ich sehe es aber nicht. Ich weiß nicht, ob da hinten irgendwie der Mond aufgegangen ist. Sie sagen ja oder nein, egal. Wir wollen gemeinsam das wunderschöne Abendlied singen. Der Mond ist aufgegangen. Und danach stimmen wir auch gemeinsam den Kanon an, Dona Nobis Pace, der auch vom Frieden erzählt. Yeah.
Lapafile, i Paradisi, i Kaya Lapafile, i Paradisi, i Kaya Lapafile, Kula Posokunda, Kula i Paradisi, i Paradisi, i Kaya Lapafile, i Paradisi, i Kaya Lapafile, i Paradisi, i Kaya Lapafile. Kula posu kumna, kula pi paradisi, i paradisi, i kaya la papile, i paradisi, i kaya la papile, i paradisi, i kaya la papile, kula posu kumna, kula pi paradisi. Der Mond ist aufgegangen. Der Mond ist aufgegangen.
nochmal durchsingen, ja? Bitte. Unser Programm geht dem Ende entgegen. Der Chor verabschiedet sich mit dem Lied »Neigen sich die Stunden, wird es Zeit zu ruhen«. Dann singen wir gemeinsam den irischen Segenswunsch »Mögen sich die Wege vor deinen Füßen ebnen«. Und zum Abschluss erklingt unsere Nationalhymne. Liebe Gäste, also liebe Dipser, liebe Gäste aus nah und fern, bliebe nur noch zu sagen, herzlichen Dank für Ihr Kommen. Ich muss sagen, ich bin überwältigt. Ich hatte gerechnet, Frau Oberbürgermeisterin, mit 50 etwa. Sie haben das bei Weitem übertroffen. Und das Gleiche auch gilt, wenn ich Ihnen im Namen aller Sängerinnen und Sänger sage, Sie haben wunderbar mitgemacht. Ich denke, das verdient einen Applaus hier. Vielleicht in dieser Hinsicht ein klein bisschen Werbung. Sie haben das ja in der Zeitung gelesen von unserem Chor. Wir brauchen dringend Nachwuchs. Und wenn es möglich ist, kommenden Donnerstag, nicht mehr dienstags, wegen Corona, singen wir im großen Parksaal, 19 Uhr, herzlich willkommen. Ja, übrigens darf ich sagen, ist vielleicht ein Lob an unserem Chor, vielleicht auch ein bisschen Eigenlob mit, wenn ich das so sage. Wissen Sie, wir haben seit einem halben Jahr nicht mehr gesungen, aufgrund Corona. Am Dienstag war das unsere erste Chorprobe und heute haben wir mit Ihnen den ersten Auftritt bestritten. Die Sängerinnen und Sänger des Chores, die Stadtverwaltung, voran unsere Oberbürgermeisterin, unsere Chorleiterin Sabine Ranft und ich wünschen Ihnen noch einen wunderschönen Feiertagsausklang, einen erholsamen Sonntag und natürlich alles, alles Gute. Bleiben Sie gesund und recht herzlichen Dank. Also neigen sich die Stunden und halten Sie dann wieder Ihren Textzettel bereit. Thank you.
Liebet wohl, ihr Freunde, Zeit ist nun.